André Spang, Thorsten Labig. Sag mal, was sind denn offene Bildungsformate? Wir sprechen von offenen Bildungsformaten. Ihr entwickelt oder kuratiert offene Bildungsformate. Was versteht man darunter? Also konkret haben wir einen Chat entwickelt. Das hört sich jetzt mal nicht unbedingt nach einem Bildungsformat an. Ein Chat, der auf Twitter läuft, bei dem sich Lehrende vernetzen können und durch den Austausch dann voneinander lernen können, auch Materialien austauschen, dann in Form von Links. Und das können wir unseres Erachtens zu diesem Bereich offene Bildungsformate zählen. Um welche Themen geht es da? Die Themen, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in einer Abstimmung festlegen. Wir bekommen Vorschläge, machen uns eigene Gedanken. Wir sind da also durchaus auch bereit, eigene Themen mit einfließen zu lassen. Die werden aber alle zur Abstimmung gestellt und dann wird entschieden, worüber beim nächsten EdChat am Dienstag von 20 bis 21 Uhr gechattet wird. EdChat.de heißt das Ganze, ne? Und ist es so, man spricht dann einfach über diese Themen oder wie funktioniert das Ganze? Also muss man zwingend bei Twitter sein, um es zu verfolgen oder... Also bei Twitter sein muss man nicht, ist natürlich empfehlenswert, wenn man mitchatten will. Und ansonsten gibt es tatsächlich wie bei einer Fernsehsendung, könnte man sagen, ein Drehbuch. Also wir lassen die Teilnehmer abstimmen über die Themen, aber wir entwickeln dann Fragen dazu, damit das auch schon irgendwo ein bisschen einen Rahmen bekommt und nicht einfach nur völlig frei ein Chat dann ist. Ja. Genau. Und für wen ist das überhaupt interessant? Also zunächst einmal, der Name sagt schon, EdChat steht für Education Chat. Es geht also um Fragen des Lernens, Lehrens, Bildung, all diese Bereiche. Einen gewissen Schwerpunkt bilden Lehrer und Lehrerinnen, aber da es ein offenes Format ist, heißt es, dass Menschen, die sich an diesen Themen interessieren und ernsthaft mitdiskutieren wollen, natürlich ganz herzlich willkommen sind. Man darf übrigens auch noch mitlesen, aber natürlich, wenn man mitschreibt, hat man mehr davon, weil man dann auch Rückmeldungen bekommt. Im Augenblick sind sehr viele Lehrer dabei, aber ich weiß durchaus, dass auch schon Leute aus anderen Bereichen da aktiv werden. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich kurzzeitig auch mal ein, zwei Schüler da eingeschaltet gehabt, hat mir zumindest heute jemand erzählt. Und das bringt ein offenes Format mit sich. Wir haben das nicht unter Kontrolle, wir können nur den Raum zur Verfügung stellen. Was dann passiert, passiert. Und mal, ne, du sprichst vom letzten Mal oder vom ersten Mal, um welches Thema ging es denn etwa beim letzten Mal? Beim letzten Mal ging es um Kollaboration, das passt natürlich super zu dem Thema, also um Vernetzung, Zusammenarbeit über, nun in dem Fall digitale Medien, aber das kann man ja auch beliebig ausdehnen. Und das war jetzt erst der zweite Chat, beim ersten, das war eher so ein Kennenlernen, da ging es halt einfach, da hat die Schule wieder angefangen ums Thema Back to School, also was hast du dir vorgenommen für das nächste Schuljahr und welche Methoden willst du ausprobieren, so erstmal, dass man ein bisschen miteinander warm wird. Wir sind ja heute hier beim Barcamp für freie Bildungsmaterialien beim Örcamp in Köln und ihr habt auch EdChat vorgestellt. Wie waren die Reaktionen? Über Twitter kam eine Nachricht rein, unter offenen Bildungsformaten habe man sich HTML5 vorgestellt und war dann entsprechend überrascht, dass es tatsächlich um ein Format geht, in dem es auch um Kommunikationsformen geht. Also auch um die Frage, wie reden wir miteinander und wie schafft man offene Formate, in denen sich Menschen einerseits vernetzen können, andererseits aber auch durch die Offenheit ein Thema sichtbar wird. Natürlich geht es einem solchen EdChat auch darum, über den Hashtag, der dann verfolgbar wird auf Twitter, durch die Dokumentation im Wiki und all diese darum herum noch stattfindenden Aktionen. Natürlich auch darum, Bildung präsent zu machen, Bildung sichtbar zu machen, aber dadurch auch einzuladen, dass andere Leute, die vielleicht schon lange Leute suchen, mit denen sie sich in diesen Bereichen vernetzen können, einzuladen mitzumachen. Wie wichtig ist euch die Verbindung zwischen On und Offline? Also das ist ja eine digitale Kommunikation. Kommt da auch ein Offline-Aspekt mit rein? Also wir wollen ja jetzt nicht zu viel verraten, was wir noch alles geplant haben. Aber man hat ja, kennt ja dieses Wort Tweet-Up, heißt es, glaube ich. Man weiß ja nie, wohin die Reise geht. Aber da sind wir jetzt erst am Anfang. Und ansonsten kann man sich natürlich gerne auch treffen, wenn man sich jetzt über diesen Chat irgendwie unterhalten hat und ein Thema spannend findet, was man weiter diskutieren möchte, ohne dass die digitale Verbindung dazwischen ist. Ja, einfach machen. Wann findet der EdChat.de immer statt? Jeden Dienstag, 20 bis 21 Uhr auf Twitter. Gut, dann würde ich sagen, folgt Tastenspieler, folgt Herr Labig oder eben auch dem Hashtag EdChat.de und seid beim nächsten Mal dabei.